Haufen Scheiße sehe ich auch so. Ach ja, Funky. Es gibt einen Mann. Davon kann man mittlerweile Mann sagen. Ich meine, die drei Haare hier im Gesicht machen es auch nicht besser. Es gibt einen jungen Heranwachsenden, der hier gerade für euch einen Livestream macht. Der hat gestern einen schlauen Move gemacht und einfach Konferenz geschaut. Und das war ein guter Move. Das war wirklich ein guter Move. Ich meine, zwischenzeitlich hatte ich dann doch Hoffnung, als Tor auf Schalke geschrien worden ist. Ey, ich hoffe, ihr habt gestern meine Instagram-Story geguckt. Digga, meine Instagram-Story war gestern Comedy Gold, Alter. Tor auf Schalke! Tor auf Schalke! Ah. Ah. Tor auf Schalke! Ah. Ah, wieder Wolfsburg. Tor auf Schalke! Ah. Ah. Aber, ja, nee, gibt's eigentlich keine positiven Aspekte aus dem, ja. Nein, ich grüße alle Hamburg-Fans, ja, ich fühle mit euch, Mann. Aber Hamburg-Fans, ohne Spaß, Hamburg-Fans sollten chillen. Weil, ey, so, ihr seid schon in der zweiten Liga angekommen. Uns steht die ganze Scheiße noch bevor, so. Hamburg-Fans können sich eigentlich so ganz entspannt in ihren Sessel lehnen und sich denken so, ey, Schalke-Fans, hört auf zu lachen, Mann. Ihr seid in 3 Jahren auch da. Hört auf, über uns zu lachen, ihr verfickten Schalke-Fans. Chillt jetzt mal erstmal. Wir sind schon unser drittes Jahr oder so in der zweiten Liga. Da werdet ihr auch bald sein. Von daher, Hamburg-Fans, ihr könnt euch eigentlich wirklich sehr breitbeinig zurücklehnen und euch denken, ach, Digga. Also, Hamburg ist in der Entwicklung weiter als Schalke. Weil Schalke, Stand jetzt, und da lege ich mich Stand jetzt fest, wenn im Sommer nichts Krasses passiert, werden wir in den nächsten 3 Jahren absteigen. 100%ig wird Schalke 04 in den nächsten 3 Jahren absteigen, wenn das genauso weitergeht. Safe call. In den nächsten 3 Jahren steigen wir ab. 100%ig. Safe. Digga, wir haben in den letzten 2 Jahren spielt man ja 4 Halbserien. Immer Hinrunde, Rückrunde. Und wir haben in den letzten 2 Jahren 4 Halbserien gespielt. Davon haben wir eine gute Halbserie gespielt, wo ich auch Hoffnung hatte und dachte, wir kommen irgendwie vielleicht sogar in die Champions League. Ganz schwieriges Thema. Und wir haben 3 Halbserien gespielt, wie ein Absteiger, Bruder. Da kannst du dir nichts vormachen. Wenn du innerhalb von 2 Jahren, von 4 Halbserien, 3-mal wie ein Absteiger spielst, Digga, dann darfst du nicht mehr so rumlaufen und sagen, ach nee, Bruder, wir sind doch nicht Hamburg. Wir sind doch nicht die Stuttgarter. Mensch, wir haben guten Trainer, den David, da, der setzt auf die junge Bursche. Nee, das darfst nicht machen. Das darfst nicht machen, Alter. Das wird ein ganz schwieriges Thema mit Schalke. Also, das ist ganz schwierig, Alter. Ich meine, dann haben wir noch den Tönnies an der Vereinsspitze. Der Tönnies ist ja auch dafür bekannt, auch einfach den Verein ruhig zu führen. Und da gibt es zum Glück auch nicht immer mal wieder Skandale. Oh. Ah ja, da war ja was. Ich muss einen Schalke-Real Talk noch machen. Ich hab's einfach vergessen. Okay. Ja, einfach vercheckt. Hallo Leute auf dem Stream-Highlight-Kanal. Ja. Es ist 1.08 Uhr. Ich bin seit 6 Stunden und 39 Minuten online. Und ich habe vergessen, einen Schalke-Real-Talk zu machen. Ich habe am Anfang schon ein bisschen darüber gesprochen. Das kann Funky gerne reinschneiden, aber wir fassen jetzt nochmal zusammen. Und wir werden's kurz halten. Also kurzer Statusbericht. Am 33. Spieltag stehen wir auf dem 17. Tabellenplatz der Rückrundentabelle und sind 15 Spiele am Stück sieglos. Das ist gut. Der letzte Sieg war im Januar, 2-0 gegen Gladbach. Ja, danach wurden wir nur auseinandergeschraubt, haben 4-1 gegen Wolfsburg verloren. Ich habe Konferenz geguckt und es war gut. Es war sehr gut. Es wurde 4-mal gerufen, Tor auf Schalke. 4-mal war es Wolfsburg. 1-mal ist ein Tor für Schalke gefallen und ich habe mich richtig gefreut, weil es das 1-4 war. Das war der Hammer. Da bin ich wirklich, da bin ich ausgerastet. Da habe ich mich auch gefreut. Ich finde, wir sollten an dem aktuellen Trainer festhalten, weil er einen ganz klaren Matchplan aufgezeigt hat in der Rückrunde und auch sehr konstant diesen Matchplan einhält. Und der Matchplan heißt gefickt werden. Und ich finde diesen Matchplan gut. Ich mag diesen Matchplan. Ich finde, wir verkaufen uns in der Rückrunde sehr gut. Dieses Stream-Highlight-Video ist nicht von FC Schalke 04 gesponsert. Ich teile diese Meinung genauso, wie ich sie jetzt hier sage. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der FC Schalke 04 aktuell nicht der erbärmlichste Verein in ganz Europa ist. Weil das ist Hamburg.
Digga, dieser verfickte Scheißverein, Alter. Dieser absolute Scheißverein, Mann. Digga, dieser absolute Scheißverein. Oh mein Gott. Ah, wo fange ich an? Ach, ich kann gar nicht mehr so viel erzählen, Alter. Ich kann gar nicht so viel. Also, ich erzähle ja schon die letzten Schalke Real Talks eigentlich quasi immer das Gleiche, weil sich halt einfach nicht viel getan hat. Also, das Ding ist, also seit dem Gladbach-Spiel ging es halt immer. Warte, wie zeige ich euch das? Es ging halt immer so bergab. Dann gab es so ein ganz leichtes Hoch mit dem Unentschieden gegen Leverkusen und dann ging es wieder so bergunter. Ey, Bruder. Ey, das ist echt hart, Mann. Also, ich wiederhole mich, wie gesagt. Und ich weiß, ihr könnt euch daran nicht satt sehen, dass ich die gleiche Scheiße hier jede Woche wieder erzähle. Aber wir haben vor der Saison hatten wir ein großes Ziel. Vor der Saison hatten wir ein großes Ziel. Und das war folgendes, und das zeige ich euch jetzt. Vor der Saison hatten wir ein großes Ziel. Und zwar wollten wir besser sein als letzte Saison. Das ist der Tabellenplatz 14. Digga. Wir können noch 15. werden. Das ist rechnerisch noch möglich. Wir können noch 15. werden. Das funktioniert. Wir können die Saison noch schlechter abschließen als letztes Jahr. Und letztes Jahr sind wir fast abgestiegen. Wir haben es wirklich geschafft. Wir sind eigentlich genauso scheiße wie letztes Jahr. Digga, ist okay. Wir sind der FC Schalke 04. Wir sind ein Chaos-Club. Und es ist auch alles schön und gut. Und wir haben super viele Verletzte. Und die Corona und wir sind arm und wir haben keine Fans im Stadion. Aber what the fuck, Alter? What the fuck, bitte. 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 Das war vor der Corona-Pause. Vor der Corona-Pause waren wir mit 37 Punkten auf dem 6. Platz. Vor der Corona-Pause. Und das ist nach der Corona-Pause. 36 Punkte Torverhältnis minus. 37 Punkte Torverhältnis minus 3. Wir sind jetzt ganze 2 Punkte weiter und wir haben ein Torverhältnis von minus 16. Digga, nachdem wir am 26. Spieltag in Dortmund 4-0 abgeschlachtet worden sind, haben wir die Saison einfach offiziell aufgegeben. For real. Wir haben die Saison an diesem Zeitpunkt offiziell aufgegeben, weil unser Trainer sich in den nächsten Spielen einfach dahingesetzt hat und gesagt hat, ja, wir haben halt viele Verletzte. Wir schauen jetzt nur von Spiel zu Spiel, ich gucke nicht mehr auf die Tabelle. What the fuck, Bruder? Wir waren punktgleich mit dem Tabellen-7. und 2 Punkte hinter dem Tabellen-6. Das heißt, Europa war halt for real noch drin. Und bei uns sitzt einfach ein Trainer im Amt, der einfach am 26. Spieltag eine Saison für beendet erklärt. Das kannst du mir nicht erzählen, Alter. Das kannst du mir wirklich nicht erzählen. Also ich habe schon ein paar Mal in den Real-Talk-Videos gesagt. Und Jochen Schneider hat jetzt irgendwie in einem Interview gestern oder so gesagt, so Wortlaut von wegen, ey, David Wagner ist ein guter Trainer, wir halten an dem fest, weil wenn das Spielermaterial ist, dann kann der guten Fußball spielen lassen. Ja, what the fuck, Digga? Aber das ist nicht die Aufgabe von einem Trainer. Ey, wenn ich Messi, Ronaldo und Mbappé vorne bei mir in der Offensive habe, dann kann man davon ausgehen, dass die auch, obwohl ich ein taktisches Verständnis von einem 10-Jährigen habe, dass die trotzdem wahrscheinlich ganz guten Fußball da vorne kicken werden. Einen guten Trainer zeichnet es aus dem vorhandenen Spielermaterial das Maximale rauszuholen. Und wisst ihr, was David Wagner in der Rückrunde gemacht hat? Nämlich genau das Gegenteil. Der hat sich jeden Spieltag dahingesetzt und hat gesagt, Bruder, guck dir den Haufen Scheiß an, was soll ich hier machen? Meine guten Spieler sind verletzt, ich muss gar nicht arbeiten, die sind alle kacke. Nach jedem Spiel, was sie verloren haben, fängt das immer gleich an. Der setzt sich dahin und sagt, ja, ey, individuelle Fehler. Digga, der Typ sagt, seit dem Dortmund-Spiel durch die Blume, sagt er, ich kann dafür nichts, meine Mannschaft ist halt scheiße. Was ist das, Alter? Du hast da junge Leute wie Kutucu, Bujelab, Schubert, der mittlerweile wieder abrasiert worden ist, Mertcan, die Liste geht unendlich weiter, jetzt diesen Bosdogan. Und dein Trainer sagt dir einfach durch die Blume auf den Pressekonferenzen, ja Bruder, du bist geisteskranke Scheiße und ich stelle dich eigentlich nur auf, weil ich keine anderen Möglichkeiten habe. Digga, was ist das? Das kann doch nicht sein Scheiß Ernst sein. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Wie kann so jemand damit Geld verdienen? Also tut mir leid, aber das geht nicht in meinen Schädel rein. David Wagner, der mag noch so sympathisch sein und der mag noch so eine gute Hinrunde gespielt haben, aber das ist übel die Frechheit, Alter. Das ist wirklich übel die Frechheit, Mann. Weil das ist voll die Arbeitsverweigerung und ich verstehe nicht, warum das gefühlt alle Leute sehen, nur nicht die Leute auf Schalke und auch nicht die Leute auf Schalke im Vorstand. Das checke ich wirklich nicht. Und das Schlimme ist,
Und ich habe schon häufig mit Predictions daneben gelegen. Und ich bin bestimmt nicht Deutschlands Fußballguru und habe die Weisheiten in allem mit Löffeln gefressen. Aber bei mir gingen die Alarmglocken an, als Schalke 1:0 gegen Bayern aus dem DFB-Pokal rausgeflogen ist, wo die vorher irgendwie schon so 2-3 Spiele am Stück verloren hatten oder scheiße gespielt hatten. Und wo man nach dem Spiel dieses 0-1, als man gegen Bayern aus dem Pokal rausgeflogen ist, abgefeiert hat wie eine Meisterschaft. Von wegen, oh, wir haben so mutig gegen Bayern mitgespielt. Da habe ich schon gesagt, ey Leute, aufpassen. Das ist nicht gut, Digga. Ihr feiert hier gerade einen Pokal aus. Wir haben die letzten 4 Spiele verloren. Bitte, fangt nicht damit an, euch dafür zu feiern, dass wir aus dem Pokal rausgeflogen sind. Was soll das? Wir haben gegen das schlechteste Bayern in dieser Saison gespielt an dem Tag. Das war Bayerns schlechteste Saisonleistung mit Abstand. Und wir haben 1-0 verloren. Und dafür hat man sich abgefeiert. Und da habe ich schon gesagt, ey Leute, passt auf. Hört auf, mir zu erzählen, wie geil die Hinrunde war. Wir befinden uns absolut in der Krise. Wer was anderes sagt, macht die Augen zu. Und was ist passiert? Wir haben die Augen zugemacht. Wir sind durch die Rückrunde gelaufen mit, oh ja, unsere Hinrunde war ganz gut, aber jetzt sind halt ein paar verletzt. Wir gucken mal, wie das wieder funktioniert. Und was ist das Resultat? Am 26. Spieltag werden wir 4-0 auswärts in Dortmund geklatscht, fallen absolut mit dem Gesicht zuerst auf den Boden der Tatsachen und unser Trainer erklärt die Saison für beendet. Er setzt sich einfach hin und sagt, Jungs, die Saison ist vorbei, wir gucken jetzt nur noch von Spiel zu Spiel. Meine ganzen Topspieler sind ja verletzt. Digga, das geht gar nicht. Das geht wirklich gar nicht. Wert am Ende der Saison 10. Ist gar kein Problem. Da hätte niemand was gesagt. Wenn er die ganze Rückrunde mit Viererkette spielt, und solche Leute wie Kutucu, Bostogan, Bujelab, whatever, wenn er die spielen lässt und du damit nicht Hurra-Fußball spielst und damit nicht Sechster oder so wirst, ey, da brauchen wir nicht drüber reden. Mannschaften wie Wolfsburg, Gladbach, Leverkusen, sowieso Hoffenheim, die sind aktuell einfach individuell viel stärker. Ich meine, das fängt halt bei den meisten Mannschaften, wie zum Beispiel Wolfsburg an, mit Weghorst. Die haben halt einen Stürmer, wir haben keine Stürmer. Funktioniert nicht. Der Einzige, der bei uns ein bisschen Torgefahr ausstrahlt, der sitzt halt in 90% der Spiele auf der Bank. Grüße gehen raus an Kutucu. Die sind individuell besser. Und ey, du musst nicht jedes Spiel gewinnen in der Rückrunde, das erwartet keiner. Aber man hat im Leverkusen-Spiel, finde ich, hat man gesehen, im Leverkusen-Spiel, wie eigentlich der Ansatz in der Rückrunde hätte sein müssen. Das hätte der Ansatz sein müssen. Wir versuchen aus unseren minimalistischen Möglichkeiten, das Maximale zu machen. Wir versuchen, nicht in jedem Spiel 80, 90, sondern 110% zu gehen und versuchen, mit unserer jungen Mannschaft das Beste aus dieser Situation zu machen. Ey, und dann wär's Zehnter und keiner sagt was, Digga. Keiner sagt was. Niemand hat vor der Saison gesagt, wir müssen auf Teufel komm raus Sechster werden. Wir müssen auf Teufel komm raus in die Champions League oder so. Nein, das hat keiner gesagt. Nach der letzten Saison hat jeder gesagt, Bruder, okay, wir haben eine sehr junge Mannschaft. Wir machen den 500. Umbruch in den letzten 3 Jahren. Aber lass uns versuchen, was aufzubauen. Und da hat niemand ein Problem mit, Digga. Und ob du jetzt am Ende 14. wirst oder 10. wirst, ist für die nächste Saison scheißegal. Weil es macht keinen Unterschied. De facto bist du nicht abgestiegen und du spielst auch nicht in der Europa League. Also ob du 14. wirst oder 10. wirst, ist kackegal. Wichtig ist die Art und Weise, wie du dich verkaufst. Und Schalke 04 verkauft sich in dieser Rückrunde wie ein Absteiger. Digga, die einzige Mannschaft, die schlechter ist als der FC Schalke 04, ist der SC Paderborn. Der SC Paderborn hat das Etat von Schalke geteilt durch 500, Digga. Paderborn und Union Berlin sind de facto die ärmsten und kleinsten budgettechnischen Clubs in dieser Liga. Und Paderborn ist minimal schlechter als wir. Und wir haben einer der höchsten Etats in dieser Liga. Das musst du dir mal vorstellen. So tief sind wir gesunken. Wenn du es als Trainer nicht schaffst, deine Jungs so zu motivieren, dass die, wenn die am 29., 28., 30. Spieltag rechnerisch noch in die Euroleague kommen können, dass du es da nicht schaffst, dein verbleibendes Spielermaterial an ein Leistungszenit zu führen, dass man irgendwie da vielleicht noch hinkommt oder irgendwie sich halbwegs anständig verkauft, das ist erbärmlich. Das ist erbärmlich und nichts anderes. Punkt. Punkt dahinter. Nichts anderes ist das. Die Rückrunde ist ein Tritt in die Fresse. Die Rückrunde ist ein Tritt in die Fresse für alle Fans. Die Rückrunde ist ein Tritt in die Fresse für alle Fans, die normalerweise im Stadion gewesen wären, die jetzt irgendwie einen Härtefallantrag dahin schicken müssen, warum sie ihr Geld zurückhaben wollen. Und die Rückrunde ist vor allem Eintritt in die Fresse für alle Schalke 04 Trainer, die bis jetzt entlassen worden sind. Ich denke da an einen Tedesco zurück, ich denke da an einen Mirko Slomka, an einen Breitenreiter zurück. Das sind Trainer, die wurden teilweise entlassen, als sie auf dem 5., 6. Tabellenplatz waren. Mirko Slomka damals auf einem Champions League Platz. An diese Trainer musst du zurückdenken und dir dann vorstellen, dass wir aktuell jemanden haben, der im Sattel sitzt, der 15 Spiele am Stück nicht gewonnen hat.
15 Spiele am Stück, Digga. Wenn wir das nächste Spiel nicht gewinnen, dann haben wir fast eine komplette Rückrunde nicht gewonnen. Der einzige Rückrundensieg war am 18. Spieltag. Und für wen es am meisten Tritt in die Fresse ist, und da bleibe ich bei, ist für die jungen Spieler. Das ist der größte Tritt in die Fresse für die. Wie verarscht muss sich ein Kutucu vorkommen, der jedes Spiel in der 80. reingeworfen wird mit den Worten, hier Junge, rette uns. Und dann bereitet der ein Tor vor, zeigt, dass er gefühlt wirklich der einzige Offensivspieler ist bei uns, der so ein bisschen Torgefahr ausstrahlt, und nächste Woche sitzt er wieder auf der Bank. Also da muss ich dann halt wirklich los. Ey, Kutucu ist nicht Messi, weil einige mir jetzt letztens erzählen wollten, ey Digga, was hypt ihr alle Kutucu? Der ist ja gar nicht so krass. Ja, natürlich ist Kutucu nicht Timo Werner, Kutucu ist nicht Messi. Kutucu ist Stand jetzt kein Spieler, der jedes Jahr 15 Saisontore schießt. Ja, ach nee. Aber seine Konkurrenz da vorne ist fucking Gregoric und Burgstaller gewesen. Und die sind halt einfach noch beschissener. Die sind schlechter als Kutucu, Mann. Kutucu ist unser Stürmer, der mit Abstand aktuell am ehesten für ein Tor oder für Torgefahr gut ist. Und der sitzt einfach die meiste Zeit auf der Bank. Der wird Gregoric vorgezogen, Mann. Der hat ein Tor gegen Gladbach gemacht und danach nie wieder. 15 Spiele am Stück. Come on, worüber soll ich mit euch reden? Die Scheiße, die der mit den Torhütern abgezogen hat? Nübel, Schubert? Da kann mir keiner was erzählen. Das ganze Mannschaftsgefüge ist auch im Arsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von den Spielern irgendjemand David Wagner ernst nimmt. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Glaubt ihr, in Kutucu denkt sich David Wagner geiler Trainer? Glaubt ihr, in Schubert oder Nübel, die denken sich, ey, David Wagner, geiler Trainer? Kann ich mir nicht vorstellen. Glaubt ihr, irgendein Offensivspieler, selbst ein Gregoric, der unverhältnismäßig viel Einsatzzeit bekommt, der wird sich doch auch denken, Digga, wo bin ich denn hier gelandet? Wo bin ich denn hier gelandet? Ich gehe nach Schalke, denke mir, geil, ich komme zu einer Mannschaft, die mit um die Euroleague-Plätze spielt. Hier wird offensiver Fußball gespielt, was ich in der Hinrunde gesehen habe. Und dann kommst du dahin und du kriegst einen einzigen guten Ball im Spiel. Einen einzigen guten Ball. Und den musst du dann reinmachen. Und wenn es nicht läuft und den du nicht machst, dann bist du der Vollidiot. Tut mir leid, dieser Trainer muss entlassen werden. 100%ig. Dieser Trainer muss entlassen werden. Und wenn er nicht entlassen wird, Digga, dann bin ich gespannt auf die nächste Saison. Ich bin wirklich gespannt. Es sieht danach aus, als wäre David Wagner nächste Saison noch Trainer. Und ey, überrasch mich. Überrasch mich. Ich greife David Wagner nicht als Person an. Tu ich nicht. Ich habe ihn kennengelernt, 2 Minuten, korrekten Eindruck gemacht. Aber ein Trainer ist nicht danach zu beurteilen, ob er korrekt ist, ob er ein stabiler Typ ist. Ein Trainer muss Leistung bringen. Und das hat David Wagner in der Rückrunde nicht gemacht. Er hat 15 Spiele am Stück nicht gewonnen. Mit einer Mannschaft, die zwischenzeitlich auf dem 5. Tabellenplatz stand. Gab es das schon mal jemals in der Bundesliga? Nein. Das ist ein Novum. Er hat es geschafft. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und nochmal. Habe ich heute auch schon im Stream gesagt. Das habe ich heute auch schon im Stream gesagt. Schalke 04 ist diese Saison in einer Disziplin unumstritten deutscher Meister. Und das ist in Ausreden suchen, in Alibis. Da ist Schalke 04 dieses Jahr deutscher Meister geworden. Wir haben so wenig Geld, uns fehlen die Fans, wir haben so wenig Verletzte, wir haben so wenig Geld, wir haben so wenig Geld, wir haben so wenig Geld. Schalke 04. Und ich überdramatisiere hier nicht. Denkt an meine Worte, wenn es in 2-3 Jahren passiert. Das muss man aktuell so sagen. So wie dieser Verein in den letzten Jahren finanziell und sportlich heruntergewirtschaftet worden ist. Wir sind, kein Scheiß, wir sind auf dem besten Weg in die zweite Liga. Wir sind auf dem besten Weg dahin. Ich heute schon mal im Stream gesagt. Wir haben in den letzten 2 Jahren 4 Halbserien gespielt. Und davon 3 Stück wie ein Absteiger. 3. Die letzte komplette Saison haben wir 37 oder so Punkte geholt. Oder 39, glaube ich. Wir haben eine komplette Saison wie ein Absteiger gespielt, haben uns ganz knapp gerettet. Diese Saison haben wir eine gute Hinrunde gespielt. Und die Rückrunde haben wir gespielt wie ein Drittligist. Wir haben nicht, Digga, wir haben nicht gespielt wie ein Absteiger. Wir haben nicht gespielt wie ein Zweitligist. Wisst ihr, wie wir dieses Jahr gespielt haben in der Rückrunde? Wir haben dieses Jahr in der Rückrunde gespielt wie irgendeine Mannschaft aus der 4. englischen Liga, die du in Karrieremodus auf einmal random in die Premier League reinwirfst. Wir haben gespielt wie ein Karrieremodus-Experiment. So haben wir dieses Jahr eine Rückrunde gezockt. Und wer was anderes sagt, der verarscht sich selber. Digga, wir haben in der ganzen Rückrunde, glaube ich, 7 Punkte geholt. Zur Hölle mit der Scheiße. Das ist erbärmlich. Das ist schlecht. Das ist nicht mal Zweitliganiveau. Oder?
Wir haben die letzten Jahre alle schön über Hamburg gelacht. Wir haben über Stuttgart gelacht, als sie abgestiegen sind. Und jetzt aktuell werden wahrscheinlich auch einige Schalke-Fans über Bremen lachen. Und wir werden uns hier hinsetzen und sagen, ah, guckt euch die Traditionsvereine an, Hamburg, Stuttgart, Bremen, die steigen alle ab. Aber wir sind ja Schalke, uns passiert sowas nicht. Digga, genau so haben Hamburg, Stuttgart und Bremen auch gedacht. Genau so haben die auch gedacht. Genau so. Bei Hamburg hat es angefangen. Ja, wir sind unabsteigbar, wir sind unabsteigbar. Wir sind der Dino der Liga, wir steigen nicht ab. Wir haben eine Uhr da, wir steigen nicht ab. Was passiert? Hamburg wird über Jahrzehnte runtergewirtschaftet, Hamburg steigt ab. Dann kommt Stuttgart. Haha, guckt euch die Hamburger an. Aber wir steigen nicht ab. Wir steigen nicht ab. Was passiert? Stuttgart steigt ab. Kommen die Bremer. Ja, mit Kohfeldt, das funktioniert schon. Nein. Wenn du einmal in der Negativscheiße drin bist, dann kann alles passieren. Und Bruder, Schalke ist auf dem besten Weg dahin. Schalke ist wirklich auf einem kerzengeraden Weg zu Hamburg 2.0. Ich bin gespannt, was passiert. Ich bin wirklich gespannt, was passiert. Weil das, was in den letzten Jahren passiert ist, das steuert genau darauf zu. Und es ist traurig. Schlusswort. Schlusswort. Zu dem Schalke Real Talk von heute. Schalke Sturm 2012. Raoul Huntelaar. Schalke Sturm 2020. Burgstaller Gregoritsch. Noch Fragen, ob der Verein runtergewirtschaftet worden ist? Noch Fragen, jemand?